Heute haben wir die Schlussrunde von der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft. Wir führen die zentral durchführen für den Schachverband. Wir haben auf der Seite da haben wir drei Paarungen aus der ersten Bundesliga. Dann haben wir eine Paarung. Also Moment, schon Bundesliga? Das erste ist Schweiz. Bundesliga Schweiz, ja, auch wenn es wie Deutschland tönt, aber es ist Schweiz. Und dann haben wir eine Paarung, die von der zweiten Bundesliga, also in der zweiten obersten Liga, ist. Und dann haben wir noch zwei Paarungen von der ersten Regionalliga. Muss man da speziell intelligent sein? Weißt, wenn man Schachspieler ist und dann erst noch oben dran ist, haben wir immer das Gefühl, die sind speziell intelligent. Das ist eine Klasse für sich. Das ist eine klassische Fehlannahme. Hoi, also da hätte ich auch eine Chance. Da hättest du auf jeden Fall eine Chance, wenn du dich konzentrieren kannst, wenn du dich ein bisschen reinknüllst, bringst auch du eine rechte Schachpartie an. Da bin ich überzeugt davon. Das heisst, üben, üben, üben. Es gehört wie bei jeder Sportart dazu, dass man übt und nur mit Üben wird man besser. Ja, Moment, das heißt schon Sportart. Ich habe wirklich immer gemeint, dass ich von Gott gegeben hat. Also, da müsstest du irgendwelche spezielle synaptische Spälte und Hirnzellen haben. Ja, vielleicht, also, vielleicht hilft das so spezielle synaptische Lösungen, keine Ahnung. Nein, Schach ist ganz klar Sport. Wir sind auch olympisch anerkannt, sind im Schweizerischen Olympischen Komitee als Sportart erfasst. Und wir bezeichnen unsere Spieler, die hier antreten, ganz klar als Schachsportler. Das ist ein Zürcher Dialekt, gell? Der älteste Schachclub kommt gerade von Zürich. Der weltweit älteste Schachclub ist die Schachgesellschaft Zürich. Die ist, wenn es mir recht ist, um die 150 Jahre alt. Und ja. Du hast einen Schweizer Pass? Ich habe einen Schweizer Pass. Man muss also auch keinen russischen Pass haben, um gut zu sein. Also oder einen ukrainischen oder so irgendetwas. Ja, aber es hilft. Es hilft deswegen, weil dort in diesen Ländern hast du. Ist Schach von historisch gesehen einfach etwas gesehen, wo man schon in der Schule gelernt hat und darum ist die Masse an guten Schachspielern einfach wesentlich grösser als in der Schweiz zum Beispiel. Ja, aber hallo, jetzt hast du mir einen kleinen so einen Bartolet von Flums unterjubeln, der ist glaube ich auch gut, oder? Also der Sven Bartolet ist ein Mitglied bei uns, spielt super, ist einer der stärksten Spieler bei uns im Club, der immer auch regelmäßig kommt, wunderbar. Aber für die erste Mannschaft zum Beispiel lange zum noch ein Zeitchen lang nicht. Da fehlt schon noch einiges. Hoppla. Ja gut, kommen wir später mal vor die Kamera. Es ist immer so, gell? Die hinten lächeln. Da vorne muss Auskunft geben. Ja, die sitzen so. Da hinten. Wir sehen es da, gell? Also da eben der Sven Bartolet, dann eben der Daniel, der ist der Vizepräsident von dem ganzen Club. Der hinten verschwindet es gab. Das ist sicher ein Journalist. Aber da haben wir dann auch noch. Gib mal schnell Sven Bartolet, da kann man schnell das Mikrofon. Sven, gell, also, wo hast du das gelernt, also, dass du so gut Schach spielst? Ja, also angefangen hat es eigentlich für den Schachsport selber eigentlich sehr spät, weil die meisten fangen eigentlich sehr früh an, damit sie dann auch gut werden können. Ich habe das jetzt eigentlich durch einen Kollegen eigentlich das eigentlich erfahren. Dann ist auch einer vom Schachclub Gonze ist dann auch neu in die Schule gekommen bei mir, in der Primarstufe. Und dann haben wir das eigentlich dort so, zum ersten Mal habe ich das dort so ein bisschen kennengelernt. Und ja, bin dann eigentlich ziemlich schnell dann angefressen von dem, vom Schachsport. Und bin dann sehr schnell auch im Club beigetreten. Da bin ich glaube ich 11 gewesen. Ja. Und der Stolz vom Vater? Ja, also ich habe jetzt, früher habe ich noch Fußball gespielt. Ist wahrscheinlich, sage ich jetzt noch. Ja gut, Flums ist eine grosse Leistung. Ja, klar, oder? Er hat auch Fußball gespielt. Und dann habe ich auch noch Schach dazugeholt. Habe später mit Fußball aufgehört. Spiele jetzt auch noch Tennis nebenbei. Hoi, hoi. Und ja, Schach. Er fragt mich auch immer wieder. Also, es interessiert ihn schon auch, was ich im Schach mache, auf jeden Fall. Und auch dort freut es natürlich, wenn ich weiterkomme. Ja. Und nebst anderem, du hast Matura gemacht, gell? Bist du schon vom technischen Bereich in der BH St. Gallen tätig. Also bist du humanistisch oder auf dem technischen Bereich tätig? Dort? Ich bin im humanistischen Bereich, hoi, hoi, also jetzt aber. Sprache, genau, ja. Aha, passt ja voll nicht so Schach, oder? Ja, könnte man jetzt so sagen, aber wie glaube auch der Martin schon gesagt hat vorher, ich glaube nicht, dass das Einzige ist, wo darauf ankommt, dass man muss nicht nur blind kalkulieren können, sondern es kommt auch ein bisschen aufs Spielverständnis drauf an. Man muss halt, ja, viele Stunden auch investieren, bis man dann mal zu einem Punkt kommt, wo man auch ja, sagen kann, ja, jetzt verstehe ich das Spiel, zumindest ein bisschen. Da geht mir eben ab, gell? Du bist ein Smart Boy, hast eh Chancen bei den Frauen, aber ich frage dich gleich noch, hat man noch mehr Chancen bei den Frauen? Weißt du, wenn man sagt, wow, ich spiele Schach? Ja,
Also das erste Mal, die erste Reaktion ist dann meistens wahrscheinlich, ja, Schach. Ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, oder? Spielt nicht gerade jeder. Was machst du denn da? Ja genau, also take him out, gell, wäre schnell draußen, vermute ich. Ja, würde ich jetzt nicht sagen, oder? Ja. Ich meine, ein bisschen Brains braucht man ja schon auch dazu. Ja. Und von dem her ist es eigentlich eine gute Ergänzung. Aber du kennst das, gell, im deutschen Fernsehen, take it out, oder? Ja, ja. Ich habe das Gefühl, wenn du mit Schach kommst, ja. Ja, ich denke... Ist ein Schach nicht, weißt du, so ein bisschen gebrütet über dem Brett, kein Mensch durchschaut und dann wieder ein Zug und dann ein paar Runzeln und irgendwie, weißt du, irgendetwas so undurchschaubares, also... Ja, also Schach ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Spiel und also ich, mit meinem bescheidenen Wissen, sage ich jetzt, habe das Spiel noch überhaupt nicht durchschaut, obwohl ich eben schon jetzt 10 Jahre aktiv im Club spiele und das ist... Du siehst einen erleichterten Kameramann von dir. Ich habe 3-4 Mal mit Schach probiert. Ich habe die kleinste vergessen eingeschaut. Hast du auch schon so ein Erlebnis gehabt, dass du denkst, oh nein, also hallo, der mir gegenüber oder die, ist völlig überlegen? Das habe ich jetzt noch nie gehabt. Also überlegen, klar, das schon. Aber ich sehe das immer als Herausforderung an und finde es auch schön, denn mich versuchen, mit meinem Gegenüber zu messen. Und ja, dann, du versuchst dann halt auch gegen ihn zu gewinnen. Also es ist wie ein Kampf zwischen ihn zwei. Es gibt ja Meitler, gell? Bei einem Club gibt es ja Meitler. Ja, hat es auch, ja. Genau. Da traut man sich her an Meitler, oder? In der Schule sind Meitler immer ein bisschen besser. Man sagt dann aber, sie sind nicht wirklich besser, sondern sie sind fleissiger. Wie ist denn da im Schachclub? Wenn es wirklich um die Intelligenz geht, was ist denn da? Ich denke, da haben alle die gleichen Voraussetzungen. Aha. Es gibt einfach viel mehr, sagen jetzt junge Männer, die sich zum Schach hinzugezogen fühlen. Ich weiß nicht, an was es liegen könnte, aber ja, es gibt inzwischen auch schon sehr viele Frauen. Frauen nicht verlieren. Das würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt auch unterdessen schon sehr viele Frauen, die im Schachclub sind. Auch olympisch natürlich und auch reine Frauenturniere Okay. auf der ganzen Welt. Ja. Hans Schawalter, du spielst auch Schach. Ja. Ich habe vorhin gemeint, du läufst schon mit der Kamera umeinander. Aber das ist überhaupt nicht so. Also was hat dich zum Schach gebracht? Ja, im Grunde noch mein Vater damals, als ich in Venezuela aufgewachsen bin. Ihm hat man es gezeigt und dann hat er erste Schwester mir weitergegeben. Und dann waren wir begeistert von dem Schachsport. Ja, und so haben wir das gelernt. Nachher, als wir in die Schweiz gekommen sind, sind wir dann in den Schachclub uns eingetreten. Ach, kannst du dich erinnern an dein erstes Schachspiel? Nein. Nicht? Nein. Aber das ist schon lange her. Ja, ist mir klar. Also, nein, so lange nicht. Hallo? aber weißt du, wie lernt man denn das? Weißt du, so irgendwie? Ja, es wird dir einfach mal gezeigt. Oder? Du hast Brett vor dem Kopf, also vor dem Ding. Und dann wird wird einfach gezeigt, wie die Figuren gehen. Das Bäuerli geht führen, eins oder zwei. Wenn es schlägt diagonal, so wird einfach jede Figur beigebracht, wie sie funktioniert, wie der Springer geht, das Bäuerli einfach so. Dann fängt man einfach mal an zu spielen. Und dann ist es einfach über. Ja. Ja. Bei mir, wo ich heute so verloren habe, so hochkantig, war mit diesen Bäuerli gar nicht so viel gewesen. Da hat mich irgendwie geschlagen, ohne dass er viel Bäuerli bewegt hat. Also, das gibt's irgendwie auch, gell? Dass man einfach dann, wenn man mal besser ist und strategiert, wenn man gegen jemanden spielt, der keine Ahnung hat, dass man einfach schnell weg ist vom Brett, oder? Ja, es gibt einen sogenannten Schäferzug. Also es sind ein paar Züge und dann ist der andere Schachmatt, oder? Ja. Das gibt es, oder? Aber sonst... Muss man viel auswendig lernen? Also im Grunde sind einfach die Öffnungen, die zum Teil Standard... Also ich sage jetzt, jede Öffnung hat die ersten Züge Standard und nachher entwickelt sich einfach das Spiel. Irgendwann kommt man zum Mittel... Also erst ist die Öffnung, dann ein Mittelspiel und irgendwann kommt man zum Endspiel. Ja. Und da ist jedes Spiel anders. Also da können 2-3 Bretter die gleiche Öffnung haben und noch ein paar Züge ist bei jedem Zug, bei jedem Brett... Sieht es anders aus. Aber man muss sicher kein Männerspiel. Also absolut auch für Frauen. Jetzt hat der Patrick gesagt, es sind gleich mehr Männer. Ja, darfst du das Mikrofon schon herheben. Also ist da keine Klasse zum Schlecken dran, gell? Darfst du es aufheben. Es sind mehr Männer. Warum sind mehr Männer als Frauen? Ich vermute, es hat anscheinend mit der Geduld zu tun. Sehr viele Frauen haben, also im Niveau, wo ich spiele, also tief, nicht Bundesliga, so, ist es eher, glaube ich, Geduld der Frauen, die anscheinend nicht so ausreichend ist. Also, ja. Was ist denn die Aufgabe als Vizepräsident? Als Vizepräsident springe ich ein, wenn der Andreas mal krank ist oder bin auf die Homepage zuständig oder
für die Spielprogramme, die wir da dafür brauchen, um die Turniere zu gestalten. Ja. Und da müssen wir sagen, sie haben nicht nur das Turnier, sondern wir machen eben auch mit Mädchen, mit Valenz, mit Senioren. Genau. Einen Haufen andere Angebote, wo man vielleicht jetzt nicht gerade vordergründig genau. Am Schachtel zuhört. Wir haben zwei Spieleabende. Einer ist am Nachmittag für Senioren, das ist am Montag. Und dann klassischerweise der Spieleabend am Donnerstag für die aktiven Spieler. Davor noch für die Junioren und da davor noch für Kinder. Da haben wir dann auch professionelle Lehrerin dazu. Dann alle zwei Wochen geht man auf nach Valenz zu den Patienten. Da bieten wir Patientenschach an. Das wird mal mehr, mal weniger geschätzt. Manchmal sind wir zu zweit, manchmal allein. Dann haben wir. Ist das auch eine Art Therapie? Ist das nicht etwas so hilfreich kann sein? Das hat ursprünglich mal ein Christian Bayerle, der ist, war Arzt in Valenz, der war auch Schachspieler, der hat das mal aufgebracht und hat gemeint, das wäre eine gute Sache. Er war selber auch Schachspieler und das ist einfach am Abend als Entspannung, als Freizeitbeschäftigung für die Patienten. Plus, man muss halt sagen, viele sind halt schon sehr müde, wenn sie am Abend kommen und darum wird es oft gern nicht genutzt, unsere Angebot. Oder zum Beispiel offene Schachmeisterschaft, dass jemand einfach herkommen kann. So Sachen machen die aber auch, gell? Also jetzt zum Beispiel am Bad Ragazza Open über Ostern, da ist natürlich Open. Da gibt es eine bestimmte Anzahl Frauen, aber ist natürlich deutlich weniger. Aber da kann einfach herkommen, denke ich. Kann jeder. Ja. Also kann da mitmachen, der gemeldet ist an dem Schachbund. Aber jetzt zu uns am Clubabend kann jeder kommen. Und wir haben jetzt auch gerade neu Anfängerin, die das probiert und also wer möchte, der kann bei uns gern kommen. Es sind da rund 40 Schachbretter, also auch logistisch natürlich noch eine Leistung, gell, wenn ihr so etwas mehr aufstellen. Wie macht ihr das? Also es wird dann im Aufgabedienst gemacht, oder? Morgen kommen dann schon die Leute, die stellen die Tische her und dann kommen andere dazu, die werden dann noch die Figuren aufstellen. Und wir haben auch vom Schachbund haben wir auch Hilfe für die elektronischen Bretter. Ja, da gehört dann immer was dazu. Man muss den Einkauf planen für unseren Kiosk, der zum Teil jetzt auch gratis ist, weil wir es anbieten. Und so Süßigkeiten, die man halt irgendwo kauft, die kosten halt bei uns auch was. Ja. Jetzt natürlich gut, das ist jetzt eine Meisterschaft, da geht es nicht zu und her. Aber haben das sonst jetzt beim Open nie jemanden verrückt oder ist und mit einem Handstrich, wo der alle Figuren weggeschossen hat? Also gerade Figuren weggeschossen nicht, aber grußlos aufgestanden und weglaufen und vielleicht Türe schnallen zu lassen, das gibt es dann schon mal, gerade wenn dann der Schiedsrichter zum Beispiel ein bisschen zweifelhaft entschieden hat. Ja, hat es schon gegeben. Also Emotionen gibt es auf jeden Fall. Aber jetzt, dass Figuren geflogen sind, im Verein gibt es mal, aber nicht in einer offiziellen Meisterschaft. Aber im Verein schon? Gibt es ab und zu mal, selten. Der Präsident hat gelacht. Bei dem sitzen wir jetzt mal ins Live-Brett her und schauen mal, was das so bringt. Andreas Klauser, du bist jetzt hier der Präsident. Und du sitzt jetzt so an einem Live-Brett, das tun wir gleich zugleich auch übertragen. Also, wie funktioniert denn das überhaupt? Wir haben jetzt hier für den Abschluss von der SGM Schweizer Meisterschaft Live-Bretter, wo wir die Partie, wo es jetzt um den Meistertitel geht, wirklich direkt übertragen. Die sind elektronisch verbunden mit Sensoren entsprechend, wo die einzelnen Züge dann auf einen Computer gebracht werden und von dort aus wird sie ins Internet gestellt. Also man kann wirklich auf der schweizerischen Schach-Homepage haben die interessierten Spieler und die wollen das verfolgen, wer jetzt den Schweizer Meistertitel gewinnt, die Chance, alle 8 Partien von diesen 2 Mannschaften, die jetzt noch Chance haben auf den Schweizer Meistertitel, das live zu verfolgen auf dem Internet. Haben Sie eine Chance? Also ihr jetzt, als Schachclub Gonze? Wir sind amtierender Schweizer Meister und im Moment sind wir noch am ersten Platz. Nyon ist unser Verfolger mit einem Punkt weniger. Das heisst, wenn wir heute unentschieden spielen, werden wir gewinnen. Oder wenn wir sogar gewinnen, dann ist es auch klar. Wir dürfen einfach nicht verlieren, um unseren Schweizer Meistertitel zu verteidigen. Und das kann man alles nachschauen, dann, gell, auf der Homepage natürlich, wer gewonnen hat, oder? Genau, das kann man live anschauen, wie die einzelnen Züge gespielt werden. Man kann nachher auch anschauen, die Partien anspielen, weil die Züge werden dann auch online gestellt. Und es wird auch sicher heute oben noch schon ein Kommentar drin sein, wer jetzt hier
Schweizer Meister ist und in die ganze Rangliste wird sein. Weil gleichzeitig tun wir noch 8 andere Bretter übertragen. Dort geht es dann um den Abstieg aus der obersten Bundesliga. Und das ist natürlich auch sehr spannend. Ja, liebe Leute, hey, also, da könnt ihr auf der Homepage schauen, könnt auch weiter informieren. Wir haben jetzt extra Reportage gemacht, einfach eben über den Verein, über Vertreterinnen und Vertreter von dem Verein. Und wer Interesse hat, um hier mitmachen, kann sich natürlich bei euch melden, oder? Nimm ich an. Wir haben eine eigene Homepage vom Schachclub Gonzen, wo man sich kann informieren kann, wo man auch sieht, wenn wir spielen. Wir haben den Club oben am Donnerstag. Ab der 19:30 Uhr, wir haben aber der Club selber ist schon ab der 17:30 Uhr offen, wo es für die Jungen oder für die, die noch nicht grosse Schachkenntnis haben, Kurs gibt, professionellen Kurs, der eine Stunde geht. Und vom 19:30 Uhr bis 19:30 Uhr gibt es eine weitere Stufe, wo auch weiter Schach unterrichtet und betreut ist. Wir haben auch am Montag, am Nachmittag, vom 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr, kann man Schach spielen kommen in Campanina, wo unser Schachlokal ist, was direkt beim Bahnhof Sargans ist, also 100 Meter Fussweg, um dort hinzugehen. Und das wird sehr rege genützt von unseren Senioren, die vielleicht am Abend nicht mehr so gerne wollen oder einfach den Nachmittag geniessen, um bei uns im Schachhütli zu sein und Schach spielen mit alten Kollegen und ein bisschen schwätzen und schön haben und spannend haben.